Ich bin der Flammo Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 oder Grendel 19 in Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Freitag, 6. August 2021 und wir sind bei der Aufgabe Nummer 3. Wir haben folgende vier Werte. Wir haben einen den Wert 7007 Quadratzentimeter, dann haben wir 70 Quadratdezimeter angegeben, 0,77 Quadratmeter sowie 0,00707 Are. Ja, und wir sollen das in wir sollen die Werte so sortieren, dass wir sie nach ihrer Größe sortieren. So, wie viel Quadrat? Jetzt müssen wir uns entscheiden, mit was wollen wir hier messen. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir alles in Quadratmeter würden umwandeln. Das heisst, wir schreiben hier mal die Werte auf. Dann haben wir hier 7007 Quadratzentimeter. Wir haben hier eine 70 Quadratdezimeter, wir haben 0,77 Quadratmeter und 0,0707 Are. Das sind unsere vier Werte. Quadratmeter müssen wir nicht mehr umwandeln. Wir wandeln hier noch den Rest um, und zwar haben wir hier Quadratdezimeter. Jetzt ist die Frage von Quadratdezimeter in Quadratmeter. Wie rechnen wir da? Wenn das hier ein Quadratmeter ist, dann haben wir hier 1 Meter Breite und 1 Meter Höhe. Wenn wir jetzt das in Dezimeter schreiben, dann sind das 10 Dezimeter und hier 10 Dezimeter. Der Flächeninhalt in Meter gerechnet ist hier 1 Meter mal 1 Meter. Das gibt also 1 mal m mal m, also 1 mal 1. Mal m mal m. Und das wiederum ist 1m im Quadrat. Gut. Wenn wir jetzt die gleiche Fläche in Dezimeter berechnen, dann rechnen wir 10 mal 10 Dezimeter. Mal 10 Dezimeter, das gibt 10 mal 10. Und Dezimeter mal Dezimeter. Also haben wir 10 im Quadrat mal Dezimeter im Quadrat, oder eben 100 Quadratdezimeter. Und jetzt stellen wir das einfach gleich. Also wir wissen, 1 Meter gleich, 10 Dezimeter. Aber, Achtung, 1 Quadratmeter gleich 100 Quadratdezimeter. Wenn wir jetzt also von 70 Quadratdezimeter auf 1 Quadratmeter wenden, übergehen, dann müssen wir geteilt durch 100 rechnen. Also. Oder so. Jetzt haben wir das hier. Und jetzt, wenn wir das umwandeln wollen. Ja, also wir wollen jetzt hier wissen, wie viel. Wir wollen wissen, wie viele Quadratmeter das sind. Dann haben wir ja hier sozusagen 7 mal 70 Quadratmeter, jetzt wenn wir das umgekehrt rechnen, also da müssen wir ja Folgendes rechnen. 70 Quadratdezimeter, was bedeutet Quadratdezimeter? Wenn wir jetzt das hier umstellen, dann haben wir ja hier Folgendes, und zwar 1 Quadratmeter geteilt durch 100, das ist 1 Quadratdezimeter. Ja, wir haben jetzt 100 auf die andere Seite genommen. So, und jetzt ersetzen wir hier oben Quadratdezimeter mit dem Term. Und dann haben wir hier nämlich 70 Quadratdezimeter mal 1 Quadratmeter geteilt durch 100. Unsere Notizen, die können wir jetzt hier entfernen. Und das geht dann 70 durch 100, das ist 0,7.
Wir haben den Quadratdezimeter ersetzt durch 1 Quadratmeter geteilt durch 100. Und das gibt also 7 durch 100, das ist 7 geteilt durch 10 oder eben 0,7. Jetzt haben wir dann 0,7 Quadratmeter drin, ja. Und wir haben hier unten 0,77 Quadratmeter, das ändert sich nicht. Jetzt werden wir hier einen Quadratzentimeter in Quadratmeter umwandeln. Ja, da wird er gleich vorgehen. 1 Meter breit, 1 Meter hoch. 100 cm ist 1 Meter, oder? 100 cm hoch und 100 cm breit. Flächeninhalt ist 1 Quadratmeter, also 1 Meter mal 1 Meter. Oder eben 100 cm mal 100 cm, 100 cm mal 100 cm. Und das ist 10 mal 100 ist 1000, nochmal mal 10 gibt 10.000 Quadratzentimeter. Also haben wir hier das folgende Sachverhalt. Wir haben hier 1 Quadratmeter gleich 10.000. Stimmt das? Ja, das stimmt. 10.000 Quadratzentimeter. Ja. Das Quadrat bezieht sich auf das C und das M zusammen. Ja. 10.000. Also das CM ist ein Ausdruck. Jetzt, das 0 mehr ist 1.000. Noch ein 0 hinten anhängen, 10.000. Ja, genau. Und jetzt müssen wir das umwandeln. So, wir haben ja Quadratzentimeter. Also isolieren wir auch hier Quadratzentimeter. Dann nehmen wir auch Quadratzentimeter gleich 1 Quadratmeter über 10.000. Um jetzt das in Quadratmeter da umzuwandeln, gehen wir wie folgt vor. Wir nehmen hier die 7.000 und 7 Quadratzentimeter, ersetzen Quadratzentimeter durch den Ausdruck hier, das ist ja gleich. Und somit haben wir 7.007 mal, anstatt Quadratzentimeter mal, 1 Quadratmeter über 10.000. So, und jetzt rechnen wir 7.007 geteilt durch 10.000. Und das geht gleich, auch da wieder, 0,7007. Ja. So, Quadratmeter, ja, also m Quadrat, das kommt ja mit. So, jetzt haben wir schon mal 3 Zahlen angegeben, also im schlimmsten Fall, wenn man bei der Prüfung nicht ganz fertig wird, Zeitlänge nicht, oder man hat irgendwo Fehler gemacht und man kommt nicht ganz bis zum Abschluss, dann kann man ja schon mal die in eine Reihe stellen, und also nach der Größe aufstellen, so hat man zumindest einen Teil von den Punkten. Jetzt Aare. Jetzt müssen wir noch Aare umwandeln. Ja? Wir wissen, Aare, das ist 10. Also wenn man jetzt in Aare rechnet, Hektar, das ist dann 100. Jetzt muss ich da noch grad nachschauen. Also Hektare. So, jetzt haben wir die Masseinheit Hektar. 1 Hektar, das ist 10.000 Quadratmeter. Mhm. Und 1 Aare, 100 Aare sind 10.000 Quadratmeter, also ist 1 Aare 100 Quadratmeter. 1 Aare ist 100 Quadratmeter. 10 mal 10. Gut, also wenn wir jetzt hier nehmen. 10 Meter Breite haben und 10 Meter Höhe, dann ist der Flächeninhalt hier von 100 Quadratmeter. 10 Meter mal 10 Meter. Und das ist gleich eine Aare. So wird es definiert. Da haben wir ja Aare schon, wir wollen es in Quadratmeter umwandeln. Also isolieren wir Aare. Dann nehmen wir hier A gleich 100 Quadratmeter geteilt durch 1. Oder eben einfach 100 Quadratmeter.
Und damit können wir einfach a ersetzen. Wir schreiben 0,007 mal a gleich, oder da unten dran gleich, 0,00707 mal 100 Quadratmeter. Jetzt nehme ich, ich schreibe das oben rein, damit man das noch am Schluss einfach noch so als Übersicht hat. Also 100 Quadratmeter gleich eine Are, 10.000 Quadratmeter gleich 1 Hektar, oder 1 Hektar gleich 100 Are, ja. Das ist richtig so. Das heisst, wir haben hier 0,707 Quadratmeter. Also rein aus der Logik, dass alles um die 0,7 ist, könnte man schlimmstenfalls, also wenn man Aare während der Prüfung nicht weiss, wie viel ist das? Ja, das ist schon lange, braucht Aare. Dann kann man einfach sich überlegen, ja, okay, da ist ja alles eh um die 0,7. Ich tippe einfach da drauf, dass da auch irgendwie nach vorne rückt, ja, um zwei Stellen, sodass wir bei einem ähnlichen Wert sind. Aber die geht es näher, also das ist näher. Die geht es näher darum, wie kann man noch intelligent ein paar Punkte rausholen während der Prüfung. Aber ja. Gut, jetzt wenn wir alles in eine Reihenfolge stellen. Jetzt, wo ist da der kleinste Wert, wo ist der grösste Wert? Ich mache da unten gerade mal ein bisschen Platz, dann haben wir folgende Einteilung. So, der grösste Wert ist dann natürlich 0,77 Quadratmeter. Dann ist der Wert einmal bereits, den haben wir jetzt bereits eingesetzt. Dann geht es weiter da mit 0,707 Quadratmeter, ist ein bisschen grösser als hier. Ja, dort haben wir an der dritten Stelle nach dem Komma ein 0, während hier ein 7 reinkommt. Also haben wir hier an zweitgrösster Stelle die Aare, also die Fläche in Aare angegeben, 0,007 Aare, dann ist das auch besetzt. Oder bereits verwendet. An dritter Stelle kommt die Angabe in Zentimeter, 7007 Quadratzentimeter. Und an vierter Stelle haben wir dann schlussendlich 0,7 Quadratmeter. Und damit sind alle vier Werte verwendet und in einer sinnvollen Reihenfolge aufgestellt. Beziehungsweise, das war ja dann in Dezimeter angegeben, also muss ich dann auch konsequent sein. 70 Quadratdezimeter schreiben. Also jetzt haben wir da einmal 70 Quadratdezimeter, das ist die kleinste Fläche. Dann kommen die 7007 Quadratzentimeter. Danach kommen 0,00707 Aare. Und an größter Stelle ist der 0,77 Quadratmeter. Gut.